15 Runden, ja. Ich sehe es, ich bin gerade Runde 17, habe ich gesehen. Oh Gott. Aha. Hat er überhaupt Schaden? Oh Mann. Ins Gesicht. Schon fast damit gerechnet, dass schon wieder ein kritischer Treffer kommt. So, keine Verstärkungsruppen, cool. Mein Gott. Kommen wir endlich mal weiter hier. Und ich will vielleicht endlich mal die Dings hier einsacken. Vergesst immer, was macht das zu Tränen gehört? Ich weiß es nicht. So. Da bist du eigentlich Lanzenkämpfer. So, haben wir das Schlimmste überstanden, oder kommen da noch mehr Leute? Wahrscheinlich kommen da noch mehr, ne? So. Ne, dich brauche ich für Dings. So. Deswegen doppelt er mein Schwert. Donk. Au. So, 100%. Komm mal von dir, 100%. Oh, ich glaube, Support tut echt irgendwie was machen. Ja, guck mal, wie viel kritische Treffer uns die so alles hat, weil sie im B-Support mit ihm hat, ne? Ja, Support machen also doch was, cool. Sehr cool. Perfekt. Also, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, Support tut doch irgendwie was machen auf dem Kampffeld. So. Jetzt kann sich mal irgendwie jemand da aufmachen zu den Dingen, zu den. Genau, dich schon mal hier. Wurfball 23. Irgendjemand muss jetzt hier mal aufmachen zum zur Schatztruhe. Ah, ich habe schon wieder nicht dran gedacht. Ah, nee, ich habe links eingesetzt, genau. Ich habe schon wieder Gift nicht beachtet, wie viel Schaden ich dadurch bekommen würde. So, nur die bewegen sich perfekt. Ist der Zufall, ist sie gerade hier? Also kein Zufall. Es gibt keine Zufälle. So. Guck mal her. Gib mir mal das Donnerschwert. Du kannst so lange das Wodau haben. Mach ich dich mal kurz platt. Ah, mein Charakter holen alle auf. Ah, Figur, sehr gut. Ah, Geschicklichkeitsdieb, das ist auch nicht schlecht. So, 24, 21. Jetzt kann ich eigentlich hier reingehen, ne? Ist nicht eigentlich ein Hammer? Der wäre doch nicht schlecht jetzt, ne? Einundzwanzig.
was ich machen könnte, ist, ich mache den ja. Und dann für meinen nächsten Trick gehen wir ja Donnerschwert wieder. Jetzt machen wir den hier. Oh, den erledigen wir sogar. Ne, tun wir nicht. So. Nein, den ja. Machen wir den ja. Zack. Okay, was kann jetzt hier passieren? 24, 21. Oh ja, er wird sowas von überleben. Und meine Heilstäbe reichen noch locker aus. Oh, so kurz davor. Level 20, Mann. Das Gift aber auch bis zum Ende des Kampfes hier anhält, ne? Und ich kann mal eigentlich hier platzieren, ne? Obwohl, lass mal. So, jetzt einfach ja schnell reingehen, das Ding holen, dann wieder abhauen. So, Anna hat ja einen B-Support mit meinem Hauptcharakter, ne? Dann packe ich sie mal hier hin. Denke ich nach, ne? Mach mir jetzt den Nutze jetzt. Und du sollst halt eigentlich überleben, ne? Oh ne, das ist klar. Hey, was geht, na? Ich glaube, die Verstärkungsum sind endlich mal zu Ende. So, Weihwasser. Das erhöht für ein paar Runden die Resistenz. Benutze ich eigentlich nie so wirklich. So. Ja, mein Kill für dich. Alter, er macht allerdings auch ganz schön viel Schaden, ne? Dann habe ich ihn auch Geschicklichkeit plus 2 gegeben. Ja, macht vielleicht einen Unterschied, ne? Die Antidotes werde ich alle verkaufen. Er hat Verteidigung plus 2. Ein Hammer. Sie kann ihn fertig machen, als wäre es absolut nichts. So, das machen wir auch. Und rennen. Jetzt ist der Kopf ab. Okay. Ich werde so definitiv noch bis Level 20 erfahren, damit ich die entwickeln kann. Dann sehen wir auch mal die ersten Klassenwechsel, ja. So, warte mal, du hast einen Panzerbrecher, ne? Oh. Nein, das gibt es jetzt einfach nicht, Mann. Das tut es jetzt einfach nicht geben. Okay. Ich habe gerade 2000 Geld bekommen. Von daher. So, und das Donnerschwert tut er sowieso nicht. Da ja, Verlegung hätte ich einsetzen können, genau. Oh. Hätte ich ihn da hinschieben können. Und nicht schieben, aber so. Wir nehmen Bikini Bottom und schieben ihn woanders hin. Das war wörtlich das.
Ah. Bin ich noch ausgewählt? Ich habe eine Spirale gemacht oder eine Pirouette. Pirouette, nicht eine Spirale. Okay, ich glaube, wir haben ja mehr resettet als in Tikis Level, aber trotzdem finde ich das Level ja noch relativ chilliger als das letzte. Ne? Kann man so sagen. Ne? So, ich will gerne ihn erledigen. Oh, du hast einen Schnitt, dann will ich definitiv von beiden angreifen. Kann man eigentlich damit kritten? Meistens kann man mit den mit Fernkampfwaffen, also magischen Schwerten, kann man normalerweise nicht kritten. So, kannst du ihn erledigen? Ja, wenn du mit beiden Dingern triffst. War schon gleich am Ende hier. Also gleich, ne? Immer hier hin. Für Support. Oh, Geschicklichkeitstieb, genau. Habe ich dran gedacht. Das mit der richtigen Einheit wäre bestimmt auch voll überpowered. Oh, dann auf Yunaka. Noch mehr ausweichen. Wow. Ich will Level 20 erreichen. Erfahrungspunkte gibt dann 4. Okay. Also 5 Level drunter ist er. Es gibt 4 Erfahrungspunkte dafür. Gleich mal das gleich mal. Habe ich nicht gesehen. Ich sehe schon genau, was kommen wird. Ey. Ich gehe dahin, ne? Ich will mir schön die Schatztruhe einflammen, dann kommt Hector und bewegt sich. Bewegt seinen dicken muskulären Hintern auf uns zu. Ja, war das du? Langschwer. Halt. Aber kann mich so viele Dinger treffen. Stahlaxt. Ich glaube, ich warte auf Jade. Weil sie ist so weit weg. Wird er von allen hier getroffen. So, ich mache den hier. Ich kann einfach hier runtergehen, ne? Ne, kann ich nicht. Okay, 23 und 21. Das ist ja gar nichts. Mehr. Wurf bei plus 1, hallo. Dann packe ich noch meinen Hauptcharakter hier neben, ne? Dann packe ich sie noch hier hin mit Protection. Und dann packe ich ihn, protecte sie. Dann habe ich mich ehrlich gesagt schon gewundert, ob das überhaupt funktioniert, ne? Kann man irgendwie jemanden, den man, der am Protecten ist, noch mal protecten, damit, wenn man jemanden irgendwie zweifach irgendwie beschützen kann? Ah, wenn du mich treffen willst, musst du erst meinen Heiler treffen. Um diesen Heiler zu treffen, musst du erst meinen anderen Heiler treffen. Da würde ich lustig finden. Okay, da bewegen sich welche. Oh Gott, Crit Chance 1%. Aua. Also wieder haben. Ich mache einen Wurfball. Meinst du plus 1? Das ist deins. Plus 0? Cool. Das ist ein gutes Level-Up übrigens. Ah, da kommen sie alle. Also nicht alle. Der Dieb bewegt sich noch nicht mal auf die Schatztruhe zu. Ich hätte eigentlich halt ihr Schild einsetzen können. So, die würde ich hier alle am liebsten gerade erledigen.
Okay, da wird ein bisschen wehtun, aber dafür ist er weg. Ja, leider nicht darauf achten, wer jetzt gerade die Kills kommt. Ich muss sie alle erledigen. Sieht ja böse aus. Da hat nicht mal jemand hier eine Stabaxt oder so gehabt? Nimmt effektiv gegen beritten Einheiten, nämlich. Ha, bringt ihn nicht um. So, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Na, gucken wir mal. Was mit dir? Das gibt's einfach nicht. Wie schafft der es denn immer, Leute mit 1 HP am Leben zu lassen? Ah, du hast natürlich ein Langschwert, ist klar. Und ein Wurfball und ein Stahl durch. Cool. Nee, ich glaube, das geht so nicht. Ich glaube, ich hätte jetzt zurückgehen sollen oder so, ne? Habe ich ja genug Leute, um das alles zu schaffen? Halt, nein, nicht du. Du. Ja, aber den sein Ding bringt es leider nicht so sehr. Leider. Ich glaube, ich muss dich mal erledigen, ja, ne? Ich bin zwar ein Heiler. So, er kann sogar relativ viel was aushalten. Wenn ich hier alles hier blockiere, dann ist er eigentlich noch machbar. Okay. Das gibt's nicht, Mann. Warum hält von allen Leuten der Dieb so viel aus, ey? Geht da irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, Mann. So, ich muss, glaube ich. Mal brainstormen, ja. Ob das gut ausgeht. So, was könnte er denn ja angreifen? Er macht 22 Schaden, ne? Du machst 0 Schaden gegen ihn, du machst plus minus Gift natürlich wieder, aber wie kann ich ihn da einpacken? Dich, ne? Wenn ich einen kritischen Treffer machen würde, dann wäre weg. Oh. Ich merke gerade, ich habe noch 2 Leute hier. So, das bin ich aber nicht, glaube ich. So, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, ne? Weg dich hier raus. Ihr geht auf ihn los. Ihr macht nichts an Schaden. Ich meine, er hat noch einen. Was ist denn das meiste an Schaden, was ihr machen könntet? Oder gegen wen? Oh, ich kann gar nicht Protection einsetzen, verdammt. Okay, 22. Verdammt. Okay, mal gucken. Wir müssten das eigentlich überleben. Berühmten letzten Worte. Wow.
Bin mir ziemlich sicher, wir müssen das hier überleben, ne? Okay, du gehst auf ihn los. Oh, macht eine Menge Schaden sich gerade. Okay, ja, okay, wir sind sicher, wir sind sicher. Okay, dreh die Kamera bitte zurück, danke. Also was hier? Okay. Okay, ich überlege gerade, wer den Kühl abholt. mit dem Donnerschwert müsst ihr ihn erledigen können, ne? Ja. Resistenz 3. Ja. Sieht nach einer Menge tot aus. Ah, schade, die Leute, die an Koop-Schlägen beteiligt sind, ich auch Erfahrungspunkte kriegen. Ey. Oh, Geschicklichkeit ist die, boah, ich liebe diese Fähigkeit. Hier ist mal Geschicklichkeit plus 2 auch noch. Ey. Da kann man voll. Er ist voll übertrieben, finde ich. So, wie wär's, wenn du den Kill hier abholst? Darf ich da oben jemand? Nein. Liberation. Für den Fall, dass du kritisch, ne? Für den Fall, dass du kritisch. Ja, 45 HP, Mann. Das ist unnormal. Die 60 ist normalerweise in alten Fire Emblem Spielen das Maximum. Er hat schon 45. Also, ja, nehmen aus, dann ist jemand anders halt, aber. Wow. Also den Skill aktiviert, aber trotzdem nichts gebracht. Schnapp du dir den Anna. So, haben wir schon Level 20 erreicht? Nein, aber noch eine Heilung. Und dann haben wir's. So, so macht man das. Als Koop-Schlag triffst du, ist klar. Aber oha. Oha. Okay. Bewegen sich echt nicht. Bin ich gut. Etwas schlecht. Ich vergesse immer heiliger Schild einzusetzen. Ne? Gibt keinen Grund, das nicht zu aktivieren. So knapp. Ah, noch einmal heilen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die ganze Zeit hier hockst und wartest. Ich muss wahrscheinlich mitten im Kampf die Truhe da öffnen, ne? Pass auf. Ah, wir haben Steibungen und einen Langbogen. Cool. Und der einzige, der das ja machen kann, ist er, ne? Ah, da kommt er. Was da, Mann? Jetzt muss ich im Kampf gegen ihn die Truhe öffnen. Das gibt's nicht. Wie soll ich denn da bitte schön machen?
bewegt sich auch noch als erster, ey. Oh man, wie soll ich denn das jetzt wieder machen? Ich meine, es gibt eine Strategie, ne? Aber die ist super nervig. Die Strategie wäre, ich würde jetzt alle hier nach hinten packen und den so ausmanövrieren. Aber das wäre voll lahm. Wie viel kannst du dich bewegen? 4. Das ist nicht so viel, ehrlich gesagt. Das ist so deine Standardbewegungsanzahl. Habe ich einfrieren? Ich habe blockieren. Verdammt. Halt. Und John hält das sowieso aus, ne? Der hat genug Abwehr. Nein. Aber solange ich noch nicht in deren Reichweite bin, ne, ist das ja okay. Oder? Ich muss den Zug machen, bevor er sich bewegt. Ich habe da was für dich. Das ist super nervig, aber mir gefällt's. Sag mir nicht, da kann man kaputt machen. Hey, Maximum, cool. Mir sagt man nicht, da kann man kaputt machen. Zerstörbar, willst du mich auf den Arm nehmen? Wie lange ist denn das? Was ich jetzt hier mache? Das nicht statt aufzubewahren. Dann machen wir den hier. Nein, wo ist? Alle beschützen. Und er ist Level 20, das heißt Level 20 ist das Maximum. So, was macht er jetzt? Geht er trotzdem erstmal auf das Ding los? Geht er echt? Aber wenn er sich immer als erstes bewegt, das heißt er kommt da nicht so raus so schnell. Ich glaube, das gefällt mir, aber ich glaube, so will ich das machen. Ah, verdammt. Das ist nicht so gebracht. Ich dachte, ich hätte ja was
Ja, weißt du, was wir machen hat jetzt so. Machen das jetzt so. Ich will das jetzt so machen. Müssen wir überlegen. Ich kann das nicht hier platzieren. Ich muss das hier platzieren dann. Und dann geht er da raus. Er geht auch hier raus, ne? Weil er kommt dann hier hin, macht da kaputt, ne? Dann bewegt er sich hier runter. Dann bewegt sich hier runter. Dann ist dieses Gebiet noch frei. Also ich muss das da platzieren dann. Nirgendwo anders. Also ich muss den ganzen Weg da vorne rausgehen. Was kein Problem ist. So, ich mache das jetzt so. Hat er jetzt immer was anderes gesagt? Ich werde ein Arzt, der kämpft und heilen kann. Ne, ich glaube, das ist generic, ne? Elfenwind, Elfenwind. Ich glaube, die gehen eher auf John los, weil der treffbar ist, ne? Weil er nicht kontern kann. Mal schauen, was passiert. Und den hier. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, müsste halt genauso ablaufen, wie ich mir halt vorstelle. Ich bin so ein Handwerker der deutschen Sprache, nicht wahr? So, er bewegt sich immer als erstes. Ah, guck sich mal die da oben an. Jetzt hat er sich nicht da oben hin bewegt. Ich glaube dann einfach nicht, Mann. Nein, nicht mein Shuttle-Doppelgänger. Ach, guck sich da einer an. Wir sehen aber noch, weiß er, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt kann ich wieder das machen. So. Machen wir einen Verein von den Magiern hier fertig, ne? Gegen Hector wird das nicht so viel bringen. Was ich mich ein bisschen ankotzt, ist, ich krieg jetzt keine Erfahrungspunkte dafür. Für die Blockierstäbe. Viele Leute gerade. Den Platt. Auf dem Platt habe ich gesagt. Aus daneben, das gibt's ja jetzt nicht. Unter mein Dach hier, haust du daneben. Habe ich den Typ da oben überhaupt getroffen? Ja, verdammt. Ich habe mir Plan. Egal. Aber dich platt. Das Bier besser als ich erwartet hatte. Was hattest du denn erwartet? Was hattest du denn erwartet, Mann? Ein Problem ist, er lebt noch. Er macht Schaden. Verdammt.
Du bekommst noch Erfahrungspunkte, von daher. Sehr cool. Sie ist auch Level 20, cool. So, was kannst du denn hier Schlimmes machen? Ein Knicks. So, was ich natürlich herausfinden will, ist, kann ich hier schon meine Klasse wechseln? Dann würde ich das nämlich jetzt machen. Sie sieht nicht so aus. Die sind nicht hier. Verdammt, das heißt, ich kann nur im Somniel hier wechseln lassen. Dreck. Ich bin aber schon Level 20, Mann. Okay, nichts an Erfahrungspunkte. Oh, Anna ist an, oder? So. Ja, wer bewegt sich als erster? Ich würde ja lieber die sich da raus bewegen, ne? Da kann ich mich mit denen kloppen. Aber ich glaube, das Spiel hat irgendwie daran gedacht, ne? Dieses Stinker-Spiel, ey. Okay. So, bitte beim ersten Mal treffen. Danke. Aber da ist, wir müssen uns um Hector hier kümmern. Einer. Was hat Elixier? Dafür riskiere ich mein Leben für ein Elixier, wenn er nicht mal voll heilt wie in anderen Fire Emblems. So. Wieder deine an, ey. So, du kannst mich ja nur mit dem Dings angreifen, ne? Mit dem Runenschwert, das mir 21 Schaden macht. Magischen Schaden. Da habe ich doch was hier. Du hast ja nichts Übles, ne? Kann für einen Zug einen Folgeangriff ausführen. Effektiv gegen. Die eine kann durch Fähigkeiten Schmetterwaffen zählt auch nicht bewegt werden. Okay. Du bist außerdem nicht so schnell. Oh, mein erster Angriff auf benachbarte 5 Fehlern Chancen. So, hast du irgendwas sehr Gemeines? Wenn die einen angegriffen wird. Gepanzerte Erscheinungsrate. Dürfte es eigentlich nicht viel machen, ja, ne? Wenn wir da einfach reinpowern, müsste das eigentlich klappen, ne? Vielleicht. Mal schauen. Ah, Gift. Ich vergesse es jedes Mal. Ich vergesse jedes Mal, es gibt. So, da dürfte eigentlich uns jetzt nicht töten, ne? Oh mein Gott, was ist das denn schon wieder? Okay, das ist nicht das, was ich wollte, was du machst. Okay, cool. Was war das hier? Physischer Angriff. Was hast du gerade gemacht? Das hier, Auge des Sturms, ich habe nicht aufgepasst. Und seine Verteidigung erhöht. Warte mal, das Symbol da. Das hier ist das Symbol. Irgendwann braucht jemand hier keine Vereinzelung, einen Folgeangriff ausführen. Der Angriff nicht. Der Gegner nicht. Ein Folgeangriff. Ja, aber mit dem Dings dann, ne? Mit dem Runenschwert.
was nicht so viel abzieht, ne? Ja, komm ruhig her. Ich müsste trotzdem noch eine Menge Schaden machen gegen dich. Ich vergesse die ganze Zeit heiliger Schild einzusetzen. So. Er kann nur mit einem Runenschwert angreifen. Runenschwert macht nicht so viel Schaden. Ne? Selbst mit dem Gift nicht, oder? Alter, meine voll fertig mit Magie. So. Jetzt haben wir halt altertümliche Probleme. Wir müssen ihm mehr Schaden machen, als er uns austeilt. Wir müssen ihn zweimal kaputt hauen, natürlich. Ich kann ihn eigentlich nur mit Magie angreifen, ne? Du hast deinen Folgeangriff nicht mehr, ne? Das Schlimmste, was du machen kannst, ist... Oh. Panzerte und habe ich gar nicht, ne? Das hat du machst gegen mich auch mehr Schaden. Ich meine, Klang kann ihn voll einfach fertig machen, ne? Eine Verteidigung von 24, weiß ich, was ich kann eigentlich voll einfach machen. Es passt mal auf meine, es passt mal auf, was ich hier für eine Geniestreich-Strategie ausgefädelt habe, ne? Ne? Gute Strategie. Gute Strategie, ne? Einfach nur ein zurückbewegen. Oh Gott, was mache ich jetzt? Warte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Weißt du, der ganze Stress, ne? Um hierher zu gelangen. Und dann so was. Alter, warum haben die denn auch ein Rundenschwert gegeben, ne? Oh, der ist so tanky, ne? Der muss sich irgendwie wieder hochheilen. Der muss ja irgendwie wieder hochheilen, ne? Runenschwert. Jetzt ist er auch noch vergiftet. Sein Kollege auch. Kann ich den jetzt mit Einschlag erledigen? Jetzt hat er wieder Alert gemacht. Okay. So, was bedeutet das jetzt? Ah, jetzt kann ich keinen Vorgang machen. Denkst du nur, weil du jetzt nach rechts gegangen bist, nach links gegangen bist, also von dir aus nach rechts, aber von mir aus nach links, wenn ich jetzt nicht mal weiter weiß. Aber folgendes hier. Na, was jetzt? Daneben. Sehr geil. Okay. Mal die Platt hier. Ah, hier gar nicht.
kann das hier noch einsetzen, ne? Das macht ihr noch nicht mal fertig. Ja, so alle Gegner erledigen. Sieht so cool aus in dieser schwarz-goldenen Rüstung. Ah, ich hoffe, ich krieg noch genug Schaden rein hier für Hector. Ah, nein, das gibt's jetzt nicht mal. Oh, guck mal hier. Na, warte mal, heilt er sich jetzt nicht hoch? War nicht, wenn ich ihn erledige. Das so schadensmäßig. Ich will natürlich mit ihm hier den dicksten Schaden raushauen, ne? Ich muss erstmal den hier machen. Okay, cool. So, hier war ja nichts mehr, ne? Keine Silberkarte oder irgendwie sowas, ne? Truhen eingesackt. Ah. Oh, da sieht man sogar, wie viel er sich heilt. Ah. Zack. Ja, er ist super tanky, ne? Aber in Sachen Magie ist genau wie bei Ike, ne? Ike kann auch nicht so viel Magie aushalten. So, cool. Jetzt kann ich eigentlich eher oder ihm den Kill geben. Sie wird auch ein Level abbekommen, ne? Ja, aber er auch. Er wird ihn sogar fast nicht killen, ne? Mein Hauptcharakter, komm. Oder? Ja, komm. Mein Gott. Habe ich mir gedacht, so ein Gespräch natürlich. Alt gegen Hector. Dass das jemand sehen würde. Ich mach sogar 2 Schaden, ey. Watch around. Aber meiner. Okay. Okay. Damit war es das mit diesem Kapitel. Mein Gott. Ja, okay. Sehe ich. Ja. Wow, das war jetzt nicht so schwierig wie Tiki. Ich glaube, ich war etwas besser vorbereitet hier mit meinen Fähigkeiten und so. Sehr cool. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil ich deinen Ring wahrscheinlich nicht in der Story benutzt werde. Ja, das
Die Black Fang sind übrigens die böse Organisation in Fire Emblem 7. Assassinen-Gilde oder irgendwie sowas. Jafar und Nino gehören auch zu denen. Bis sie sich einen anschließen. In seine Stimme wiederum, finde ich, passt wie die Faust aufs Auge. Ja, eine super coole, passende Stimme. Hey, da ist Lin. Es müsste nur noch Ellibot hier sein. Wunsch. Ich glaube, Lin wird nie im Leben Hector besiegen können im Spiel. Das beweist, dass wenn ich Marv gehabt hätte während der Tiki Quest, dann hätten die wahrscheinlich auch eine Konversation gehabt, ne? Verdammt. Mal, jetzt will ich die Cutscene zwischen Tiki und Marv sehen. Aber ich habe Marv gerade nicht. そして、みんなと一緒にいた頃を思い出したの。大変な戦いだったけど、あなたたちと旅をして楽しかった思い出もたくさんある。あの時の気持ちが胸に広がっていたわ。そいつは俺もだ。お前になら安心して背中を預けて戦えるってもんだ。お前は俺が信頼する大切な仲間だからな。その言葉 Emblem Hector. Emblem Hector verfügt über einen hohen Verteidigungswert. Er schützt Verbündete und kann gegnerische Angriffe kontern. Die Synchrofähigkeit flinke Poste ermöglicht Folgeangriffe, solange die KP der Einheit über einen bestimmten Wert liegen. Die Bündniswaffe Wolfbeil fügt Berittenen und Kapazeln Gegner zusätzlichen Schaden zu, das mehr oder weniger eine Rapier in Axtform. Die Bündnisfähigkeit uneinnehmbar erhöht den Verteidigung und Resistenzwert der Einheit, sobald sie angegriffen wird. Der Bündnisangriff Auge des Sturms verhindert Bruch sowie Folgeangriffe des Gegners. Eigene Konter ermöglichen Folgeangriffe. Also bei so dicken Charakteren wäre das vielleicht sehr gut, ne? Jade oder Luis. Ich glaube, wenn ich Marv irgendwann habe, dann werde ich die Tiki-Quest nochmal spielen und irgendwie weil ich nicht nur bis zu dem Punkt spielen. Und dann einfach nur, keine Ahnung. Ich werde dann einfach irgendwann für mich nochmal spielen und einfach nur eine Cutscene dann aufnehmen. Wenn ich nehme an, da kam eine Cutscene dann, ne? Ja, du bist definitiv stark geworden, du kannst die Klasse wechseln. Freue ich mich schon. Aber da gehe ich dann irgendwie mit meinen stärksten Charakteren alle rein, ne? Mit all meinen weiterentwickelten Charakteren. Damit das sehr viel einfacher wird. Da mussten ja extra noch mal diese ganzen Gebiete auch noch mal hier reinprogrammieren, ne? Also neue Sachen hier, ne? Ich mag diesen heute eine positive Ausschreibung. Würden wir ja länger bleiben, könnten wir schöne Erinnerungen. Da klingt aber auch irgendwie, als wäre irgendwie, weil nicht so zufällige Sachen. Habe ich jetzt mit dir geredet oder nicht? Ja, ne? Mein Kampf ist doch nicht gelöscht. Seine Berserkerin, ne? Also, das aller kannst du eine Berserkerin werden.
Die Preise sind nicht die einzigen Sachen, die ich zerstöre. Nee, das hört sich komisch an. Preise sind nicht die einzigen Sachen, die ich... Verdammt, ich hatte es gerade. Die ich stutze? Meine Preise sind nicht die einzigen Sachen, die ich kürze. So. War auch nicht sehr viel besser, als mir einfällt. Ich schaue euer Fähigkeiten aus der Nähe zu sehen, motiviert mich selbst weiter über meine Grenzen auszugehen, Dario. Viel Spaß auf der Bank, weil da wirst du wahrscheinlich rummocken die meiste Zeit. So. Ja, klingt irgendwie wie so zufällige Sachen. Alter, du bist Level 20. Gib mir irgendwie 5000. Ich habe eigentlich gut gelevelt mit einigen Charakteren, finde ich, ne? Nächstes Mal sind es wieder andere Charaktere, die dann zu dem Zeitpunkt unterlevelt sind. Also nur die Charaktere, die ich auch mitgenommen habe, geben mir an so Sachen, nehme ich dann sehr stark an, ne? Ich muss aber außerdem mal gucken, was passiert, wenn ich eine Level noch mal spiele. So ein Gefecht mehr, ob ich dann auch noch mal irgendwie durch die Gebiete hier herumlaufen kann oder so. Nehme ich mal stark an, ne? Weil wie soll man sonst an einige Tiere kommen, ne? Weil du hast ja wortwörtlich keine Möglichkeit, die zu bekommen. Weil du meistens schon immer in ein neues Gebiet reingehst, bevor du dort irgendwie hochleveln kannst. Ja. Okay, wir gehen zur Weltkarte. Irgendwie konnte ich gar nicht wählen, ob ich hier zu den göttlichen Inseln oder so hingehen konnte oder nicht, ne? Noch stand hier. So, und da sind 35 Runden. Und hier steht jetzt gar nichts mehr, ne? Na gut, dann geht's auf zum Somniel. Und dann irgendwann machen wir uns mal oben links, war glaube ich auch 25, ne? Circa 25 Runden. Mal schauen. Bis dahin werden wir ja schon einige entwickelte Charaktere haben, ne? Um das einfacher zu machen. Oder schwieriger. Weil die Gegner dann ja auch entwickelt sind, ne? Aber gut. Aber einen weiteren Ring, den wir nicht benutzen werden, wahrscheinlich. Ja, neue Sachen, die ich hier einsammeln muss. Wir gucken uns erstmal die Unterstützungsgespräche an mit Fram. Weil sie uns geheilt hat, eine Menge, ne? Ihren Support habe ich noch. Ihren Support habe ich noch relativ gut im Kopf, weil ich den immer aufnehme bevor der Aufnahme, um zu gucken, ob alles läuft. Damit ich nicht wieder so Soundbugs habe. Der Support zwischen den beiden ist immer der ganz oberste. Deswegen erinnere ich mich noch, wie sie am Fangirl war. Du nervst. ごめんなさい。神龍様に迷惑をかけるなんて、ファン失格です。泣いているのですか？ごめんなさい。そういうつもりでは。 Du hast gerade Level 20 erreicht. Ja, die ironische ist, ich werde sie auf jeden Fall nicht benutzen in den nächsten Kapitel, weil ich jetzt
andere Heiler habe, zum einen Ivy. Eigentlich ist eigentlich nur Ivy die einzige Heilerin, die ich jetzt noch habe. Aber schauen, wie wir weitermachen. どうしたのですか。何度も声をかけていたのですが、申し訳ありません。少しぼーっとしてしまって。もしかしてクラン疲れているのではないですか。いえ、そんなことは。あなた、私のために無理をしていますね。いえ、全然大丈夫です。 Ich befehle dir, dich zu chillen. Du sollst chillen. Du sollst chillen, auf dass du mir vom Nutzen bist. ほら、命令ですよ。わかりました。ではお言葉に甘えて今日はお休みさせていただきます。Ich habe so viele Gegner letztens getötet. Gott, wenn ich nur noch einen von ihnen sehe. So. Ja, Überraschung, die Heiler bekommen viele Supports, wo die Leute heilen, dadurch Supports anschleppen. Irgendwie sind wir ja draußen. Wie kann man denn da reinkommen? クランはもっと他国のことを勉強して教養を身につけなさいって。それでバンドレに本を渡され、いやいや読んでいるというわけだな。歴史の本って戦争や領土争いの話ばかりで全然面白くないんです。どうしてみんな喧嘩ばかりしてるんだろう。もっと仲良くすればいいのに。蛇竜と神竜の争いをはじめ、歴史が争いとともにあるのは事実だ。 しかし歴史とはそれだけではない。ルミエル様は世界を見守り続け、私の先祖はブロディア王国を発展させた。歴史の中にはそういった話も含まれている。バンドレが歴史の本を渡したのは正解だと思うぞ。そうなんでしょうか。人はそこまで愚かではない。本を読み進めればきっとそれがわかるはずだ。 そうですね。途中で文句を言うのはよくありませんよね。現状に不安があるのだろうが、いつか私が平和な世界にしてみせる。ブロディア王国第一王子の私が言うのだから間違いない。ディアマンド王子、ブロディアの王子様が言うなら、それほど心強いことはないですよね。そうだろう。Ich weiß nicht, ob er so riesig ist oder ob sie so winzig ist. Sie kam mir eigentlich nicht so klein vor. So im Vergleich zu Anna ist sie sowieso ein Riese, aber Perspektive war irgendwie komisch. So, Clan und John. Ich sehe irgendwie gleichen Leute die ganze Zeit.泣いてたみたいだけど、何かあったの？泣いてなんかないで、迷子になってちょっぴり怖かっただけや。最近軍で怪我人が多いから傷に効く薬草を探しに来てたのや。そうだったんだ。いつもありがと。薬草はちゃんと見つけられたんやけど、探すのに夢中になりすぎてしもて迷っちゃったんだね。クランはなんでここにいるん？ 僕はピクルス作りに使う香草を探してたんだ。そうやった。なや。マーク、ウェルズ、コーン。帰り道はここはよく来る場所だから案内できるよ。あ、ほんま。安心
一人で森へ入るときは細心の注意を払わないとダメだよ。そうやな。次からは気をつけるで。でも偶然会えてよかった。一緒に帰ろう、ちゃん。クラン、おおきに。 Okay. Und das war's, ne? Da hat sich auch nichts, ne? So. Ach, was gibt's denn hier nochmal zu tun? Es gibt hier mittlerweile so viele Sachen. Anscheinend kann man irgendwann auf Weibern reiten. Übrigens, das Spiel hat mir irgendwie was gespoilert im Ladebildschirm. Da stand irgendwie so was von, oh, beim Weibern reiten kannst du, ich weiß nicht, was der Rest war, aber statt irgendwie was vom Weibern reiten. Also ja, das gibt's anscheinend auch irgendwann. Warum ich das noch nicht habe, ist irgendwie komisch, weil wir haben Ivy. Sie ist auf dem Weibern. Also, wenn ich mir vorstellen können, sie hat irgendwie, ja, ne, sie hat noch, vor allem all die Kronprinzen und Prinzessinnen haben alle irgendwie so eine Fähigkeit, so eine Tätigkeit hier, ne? Ja, Alfred macht das Krafttraining. Angeln macht Diamant. Timera macht den Flohmarkt. Weiß ich, was das damit auf sich hat, was will ich hier eigentlich gucken die ganze Zeit. Arena wollte ich. Das ist eigentlich das einzige, was hier noch übrig ist. Dann vielleicht noch ein paar Supports hier zusammenkratzen, vielleicht. Und dann tun wir unsere ersten Charaktere bei ihr leveln. Klasse wechseln lassen. So, wir schicken jetzt in die Arena, ne? Am besten Level 20, ne? Steht auch irgendwie Maximum. Ja, er hat den maximalen Level erreicht. Ah, okay, steht sogar da, ist gerade. Ich meine, grüne Nummern sind immer Maximum oder maximierte Sachen. Von daher, wenn ich Timera ja reinschicke, ne, dann wird sie ja auch irgendwann locker Level 20 erreichen, ne? Aber bei unsere schwächen Charaktere rein. Also schwächer ist gut, ne? Haben wir gar nicht mehr so viele. Er ist noch Level 13. Und da war es eigentlich. Cool. Dir gebe ich mal ganz schnell Stärke, Verteidigung wäre gut, ne? Ich schau sie alle platt. Weil war der einzige, der noch Level Dings war. 13. Ich muss mich ja für irgendjemand entscheiden. Und als die Level begonnen hatte, waren da noch keine fliegenden Einheiten. Deswegen habe ich gedacht, oh, ich brauche keinen Schütze, weil hier sind keine fliegenden Einheiten, ne? Ha. Ja, war gut, ne? Ich bin mir langsam sicher, er rüstet gar nicht sein Dings aus. Und da oben links sah man irgendwie nicht hier Ike oder so. Oh. Sein Bogen ist sehr viel größer als meiner. Ah, verdammt. Ja, da ein Miniaturbogen, ey. Man könnte so viel hier maximieren in Sachen Erfahrungspunkte. Okay, gucken wir uns das noch schnell an. Oh. Treffen sich zwei Schützen aus verschiedenen Ländern. Komplette Gegenteile treffen sich. Einer depressiv, einer glücklich, einer weiß, einer schwarz. Vocado? Warte mal, er ist der Kronprinz, aber Timera ist der Hauptcharakter. Also der wichtigere Charakter von den beiden. Ich weiß gar nicht, war Ivy eigentlich auch die Kronprinzessin? Ja,
何が危険だっていうのさ。それですよ。そんなに眩しい目で僕を見ないでください。ホガート王子の善良な心の光が僕のゴミクズのような心を照らし出してしまいます。早くここから逃げ出さなければ。ごめんなさい。スタルーク王子は面白いな。 So, für den C-Support tun die Leute andauernd an sich vorbeireden, ne? Ha, wie lustig diese Person ist. So, Alchrist, du hast immer noch nicht dein Dingens hier abgeholt. Dein Level ab. Jetzt aber. Hm. Oh Gott! Eine Eisengroßachse auch noch, ey. Ja, wenigstens Level up. Ist irgendwie sehr in Charakter, dass er die ganze Zeit verliert. Hey Figur. Noch ein Gespräch. Cool. Wie hast du so viele Muskeln bekommen? なんでしょうか、スタルーク王子。僕を弟子にしてください。え、弟子？いや、やっぱり嫌ですよね。僕みたいなやつが弟子だなんて。いえ、そういうことではないのです。弟子とは一体何の弟子ですか？僕はあなたのような体格が欲しいんです。 僕は自分に自信が持てないんです。それはこの体つきにも問題があるのかもと。ならば筋肉があれば変われるのではないかと、そう思い立った次第でして。バフアルクリス。あ、きっと、しゅん、ファンアートフォン。つまりは体を鍛えて自信をつけたいということですね。そういうことでしたら喜んで鍛錬にお付き合いしますよ。 Also im ersten Treffen war Alchrist irgendwie voll cool und voll ernst, ne? Und seitdem nie wieder, ey. Das ist irgendwie halt Gegenteil wie schüchtern sein, ne? Wo man erst voll irgendwie schüchtern ist vor jemanden, dann wenn man sich angewärmt hat, ist man normal. Erst cool und dann voll schüchtern oder was? Also nicht schüchtern, aber depressiv. So, wer kann denn hier noch? Wer ist denn kurz vorm Level up? Diamant, aber du bist schon Level 15. Wenn ich meine weiterentwickelten Leute hier reinschicken würde, würde ich dann auch nur gegen Leute weiterentwickelte Leute kämpfen eigentlich? Diamant, nicht mit dem Donnerschwert, aber bringt das überhaupt so was, wenn ich das mache? Nein, bitte nicht wegwerfen. Hallo. So, ein da. Okay. Wollte schon sagen, ich habe irgendwas Komisches gehört. Oh Mann. Du musst ein paar Mal kritten, ja, wenn es geht. Einmal kritten, bitte. Einmal kritten, bitte. Danke. Okay. Cool. Support. Ja, habe ich schon gedacht. Zwei Kronprinzessinnen, Prinzen. Ja, bestimmt war zwei Hauptcharaktere. So habe ich der erste Support mit Ivy, oder? Schon wieder Geister. Ivy,
ただの草木の影。お化けじゃなくて本当だわ。見間違えるとは。らしくないではないか。ディアマンド王子、今のことは他言無用でお願い。一国の王女が草木を見間違えて恐れを女の子なんて。もちろん誰にも言うつもりはない。 Was hat er nochmal Angst? Vor Würmern? Wenn ich Würmern, Raupen? よければこれを受け取ってくれ。何かしら石？透き通った水色をしているわね。ブロディアさんの功績だ。勇敢という意味を持つ。お守りとして使われるものだ。持っていれば怯えることはなくなるだろう。でも 隣国から施しを受けるわけには。では、これは私個人の気持ちだ。持っていてくれ。不要であれば捨てても構わない。それでは失礼する。あ、ディアマンド王子。綺麗な鉱石だわ。ブロディアではこんな石が取れるのね。 Meinst du in Edelstein oder Diamant? Nee. So, cool. So. Nein. Alles andere Training mache ich offscreen. Ist genau das gleiche Training, du Schwäger. Hab ich letztens auch schon gemacht. Ja. Dann speichern wir mal kurz und dann wird es Zeit, unsere ersten Charaktere Klasse wechseln zu lassen. Wie mache ich das? Hier war das irgendwie eine Klassenwechsel. Einheiten benötigen Fertigkeiten. Fertigkeiten, um in andere Klassen wechseln zu können. Zu Anfang hat jeder ein individuelle Fähigkeiten auf Gebieten, auf denen sie besonders talentiert ist. Genau, Lanzenkavalier. Okay. Einheiten können sich auch Fertigkeiten von Emblemen zu eigen machen. Dadurch können sie zu einer beliebigen Klasse wechseln. Okay, Kampfmeister. Er ist eine andere Klasse als hier Dings. Oh, ich kann mich hier schon alle Dinge angucken. Oberpriester. Oh, cool. Schwertkämpfer, Schwertmeister. Ah, dafür brauche ich ein Zweitsiegel dann, genau. Dafür brauche ich ein Meistersiegel. Nötiger Level, Kampfmönch Level 10. Ah, mit zweit. Ach, das sind alles Dings hier. Warte mal, es gibt zwei Arten von Helden. Einmal mit Lanzen, einmal mit Äxten. Gucken wir uns die mal alle an, ne? Kampfmeister ist natürlich das Offensichtlichste, ne? Barane, Darkkämpfer und Heiler. Weite Heilung. Wird die Einheit durch einen Stab geheilt, werden bei allen benachbarten Verbünden 50% der KP wiederhergestellt. Die Einheit erhalten hat. Ja, ne? Kampfmeister dann, würde ich sagen. Dann wäre Berserker, Echse, Ass. Axtkämpfer Level 10. Okay, man muss da natürlich auch vorher die Klasse davor nehmen. Bogenritter, Axtritter, General, Erzritter, Rittmeister, Wolfsritter, Schwertflieger, Greifenritter. Ich wusste, es gibt irgendwie so weit wieder. Weibernritter, Magier, Weiser. Da müsste ich sie zu einem Magier machen, ne? Ich meine, magiemäßig wäre sie wahrscheinlich irgendwie besser dran als hier so gemischt halt, ne? Oh, die wir können nicht hochleveln. Oh, oh. Ja, dann kriegt sie halt hier, ne? Kampfmeister. So, sie bekommt ein bisschen mehr Stärke. Ich meine, so schwach ist sie eigentlich nicht so. Stärkemäßig. Kritisches Ausweichen.
3 mehr Figur, sehr cool. Dann machen wir das. Ne? Dann fängt sie wieder auf Level 1 an, bekommt aber wieder sehr viel mehr Erfahrungspunkt, ja, Bonus an Werten, weil sie halt wieder von Level 1 anfängt. Ne? Sie kann noch mal 19 mal leveln. So, zeig mal, Kampfmeister. Oh, sehr geil. So bekomme ich auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit vom Würmgott. Sehr cool. Sieht auch ein bisschen anders aus. Sehr cool. Ist hier irgendwie was geändert? Nein. So, und John ist natürlich dann auch, ne? Und er kann zum Oberpriester werden. Okay, warum kann er zum Oberpriester werden? Er kann Heilstehen auf sich selbst anwenden. Weite Heilung wird die Einheit durch einen Stab geheilt werden bei allen Benachbarten. Ach, das habe ich ja gerade. So, warum kann er zum Oberpriester? Hat er mehr Magie? Okay, Frau hat ein bisschen mehr Magie, ne? Ja, mehr Angriffskraft. Also, sie hat ein bisschen mehr Angriffskraft bekommen. Als Oberpriester bekommt er sehr viel mehr Fähigkeiten, sehr viel mehr Werte, glaube ich. Ja, guck mal hier. Mehr Resistenz, mehr Glück. B und C, was hatte sie vorhin? Weiß ich gar nicht mehr, ne? Ja, wenn er schon Obermeister sein kann, dann Oberpriester, dann machen wir, ne? Machen wir das. Aha. Ich könnte viel lernen, wenn ich so kämpfe. Danke für all die Unterstützung, die ihr mir bisher gegeben habt. Okay, cool. Ja, kann man machen, ne? Jetzt kann er auch Magie einsetzen. Cool, alles klar. Mal zwei bessere Heiler. Ich muss mal kurz ihn sehen. Wie sieht er aus? Pandreo. Sieht relativ anders aus. B, S und C. B, S und B. Okay. Na gut, lassen wir so. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute, ne? In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Kapitel 14. Der Kampf um Solm. Und ja, dann sehen wir mal, wie es da weitergeht, ne? Gut, okay. Freue ich mich schon. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Und da bin ich weg.